Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Lost Crown. So, wir werden endlich seit langer Zeit mal wieder weiterspielen und da klingelt auch schon das Telefon. Also werden wir mal schauen, wer da dran ist. Ist es vielleicht Schlusi? Mal schauen. Ja, wir kommen hier schon unterwegs. Wer klingelt einen denn nachts hier aus dem Schlaf? Naja, so, gucken wir mal, wer das ist. Sind es etwa Geister? Hallo? Hallo? Sehr unterhaltsam, die Frau da. Der Umgebungsmesser zeichnet Aktivität auf. Okay, das wird wohl das Ding hier sein. Gucken wir mal nach. So. Geheime Kennwort eintippern. Jetzt müssen wir ja wieder klicken, wo die meiste Aktivität hier ist. Und? Ah, hier. Ah, das war einmal der Rollstuhl da. Er hat gewackelt, jetzt ist er wieder weg. Jetzt wieder da. Und das mitten im Schlafzimmer, hallo? War es das schon? Ich denke mal, das war's. Okay. Mal schauen, wo wir als nächstes draufklicken können. Ah, nehmen wir das mal hier oben. Wo ist das? Haben auf einmal wieder so eine Kugel da rumgeflogen. Die machen da alle da rein. Ist doch die Küche, oder? Ja, kann ich aber hier nicht machen. Okay. Mal schauen, was wir jetzt entdecken können. Hallo, Geister. Okay. Das Mikro der Kamera zeichnet zusätzliche Geräusche auf. Sind das Worte? Mal schauen. Ein Satz? Ah, hier kann man rumklicken. Hallo? Was ist das? Gleich Mond? Goldene? Das kann man gar nicht verstehen. Okay. Unter uns. Der gleiche Mond. Fahle goldene Gattung ist unter uns. Der gleiche Mond. Fahle goldene Gattung ist unter uns. Haben wir das jetzt auszusehen geschafft, hä? Der gleiche Mond. Fahle goldene Gattung ist unter uns. Lebt. Der gleiche Mond, fahle goldene Gattung ist unter uns. Definitive Aktivität im Bereich des Cottages. Fahle goldene Gattung ist unter uns. Da kriegt man ja Kopfschmerzen davon. Und man muss einfach auch mal zufällig irgendwo in der Gegend rumklicken. Dann funktioniert das auch mal. Oh. Kommen wir wieder diese Kugel angeflogen. Kann man noch was anderes erdenken? Wer ist das? Hallo? Kann es sein, dass hier etwas Blut beschmiert war? Sieht man ihn nochmal? Nein, leider nicht. Schade. Ist ganz schön was los hier bei uns im Cottage. Okay, schauen wir da mal im Badezimmer. Das könnte Kugelaktivität sein, aber wie soll man zwischen Staub und übernatürlichen Dingen unterscheiden? Muss ich hier irgendwas machen? Ah, hier ist eine Kugel. Ich kann hier gar nichts machen. So. Eine Kugel. Genau. Definitiv eine Kugel. Wie viel müssen wir denn finden? Das haben wir. Wo sind noch Kugels? Hallo Kugel, das hier? Eine Kugel. Genau. Definitiv eine Kugel. Da
Das ist Staub. Mal schauen, wo es hier noch mehr gibt. Hier. Eine Kugel. Definitiv eine Kugel. Da oben auch. Nein, das ist Staub. Wo denn noch? Das ist alles Staub. Ich hoffe, das kommt auch wieder zurück. Ah, hier Kugel. Eine Kugel. Definitiv eine Kugel. Wie viel müssen wir denn hier finden? Hallo? Kugel. Hier ist auch noch eine. Nee, das ist Staub. Das erkennt man gar nicht. Da ist noch eine Kugel, glaube ich. Klein. Ah, nee, doch nicht. Hallo, Kugel. Ah, hier. Nein. Da? Auch nicht. Das ist alles Staub. Das ist doch auch Staub. Hallo? Hallo? Kein Staub. Ah, hier. Eine Kugel. Definitiv eine Kugel. Okay, und jetzt? Wie viel Mal müssen wir denn das machen? Was ist das? Ich kann nichts mehr. Ah, wer ist das? Wir haben Besuch im Badezimmer. Da, definitive Aktivität im Bereich des Cottages. Okay. War es das, oder? Warten wir mal nochmal. Oh. Wieder im Schlafzimmer. Okay, das haben wir schon gesehen. Aber vielleicht gibt es ja mal was Neues. Okay. Eigentlich, wir werden ja mal schauen, wenn wir das hier, er sagt ja immer, ob wir dann das Gerät nochmal benutzen müssen. Nein? Haha. Da gehen wir lieber hier nochmal nachschauen. Das Licht ist aus. Hallo? Nigel? Hallo? Sind Sie da? Ja, warte, Moment, ich musste erstmal mein Dings finden, hier mein Handy. Wo ist es denn? Ah, hier. Drücken Hallo? Sie die Taste, Nigel. Na, welche Taste? Ah, rechte Maustaste war das. Lucy? Wo sind Sie? Klopf, klopf. Wie bitte? Ah, an der Tür. Alex untersucht den Fall. Sie haben den Strand abgesperrt. Ich weiß. Sind Sie okay? War ein wenig traumatisch vorhin. So gut es mir gehen kann. Ich brauche Antworten. Ja, wie wär's mit einem Experiment? Mit Ihren Apparaten? Die Hedden-Apparate. Sollen wir anfangen? Ich bediene die Kameras, Sie sehen sich um. Wissen Sie, wonach Sie suchen? Alles Unerklärliche, schätze ich. Haben Sie Geduld mit mir. Viel Glück. Okay, dann gehen wir uns mal ein bisschen umschauen. Da gehen wir erstmal hier vorne schauen. Gehen wir mal in das Badezimmer rein. Das war das, glaube ich, das Badezimmer. Wer nichts wagt. Der nichts gewinnt. Okay. Lucy, irgendwas auf der Überwachungsanlage? Da ist eine Quelle, aber die ist sehr schwach. Na, wo denn? Natürlich so. Die Ladung, die Energie. Man kann es in der Luft spüren. Da erkennt man jemand. Okay. Es ist fort. Dann schauen wir mal in den anderen Raum nach. Gehen wir mal in die Küche. Mal schauen, was wir da entdecken können. Warum ist hier gar keine Kamera? Hallo? Haben wir die Kamera in der Küche vergessen, ne? Gehen wir mal hier hinten schauen. Da war auf alle Fälle eine. Was ist denn das für ein Raum? So, die Küche. Lucy, irgendwas auf der Überwachungsanlage? Da ist eine Quelle, aber sie ist sehr schwach. Oh. Halt, die Aktivität wird stärker. Wurde es jetzt gefährlich? Ah. Sind das nicht die Eggerbrüder? Die Aktivität wird schwächer. Okay. Wir können noch mal ein Foto schießen, mal schauen. Oder wie, die Kamera noch mal schnell hier draufhalten. Ob die zwei Typen noch da sind? Ah, nein. Okay. Ah, jetzt kann man das jetzt nicht abbrechen, ne? Ah, doch. Wie kann ich denn hier wieder weg? Ah, so. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Wo haben wir denn noch Kameras? Bei uns im Schlafzimmer oben.
genau, da gehen wir mal hin. Genau, im Schlafzimmer. Komm, hier war doch auch was. Aber keine Kamera, schade. Hallo? Mal schauen, was hier passiert. Irgendwas auf der Überwachungsanlage? Da ist eine Quelle, aber sie ist sehr schwach. Wow, geht der Schrank auf einmal auf? Halt, die Aktivität wird stärker. Und so eine kleine Kugel kommt da reingeschwebt. Und geht in den Schrank. Hören Sie das? Ja. Ja, da ist auf jeden Fall etwas. Ist jemand da? Bin ich hier allein? Wer bist du? Was bist du? Zeig mir, dass du hier bist. Es ist fort. Nichts passiert? Schade. Da ist etwas auf dem Holzbalken, auf der Balkonkamera. Schnell, sehen Sie sich das an. Was denn von der Balkonkamera? Wurden? Sehen Sie, da, an dem Balken. Ist das ein Seil? Oh, da hängt jemand. Ja, hören Sie. Was ist das? Es leuchtet wie Phosphoreszenz oder... Ein Umriss, vielleicht ein Körper. Könnte es sein... Machen Sie ein Foto. Das ist ein Beweis. Beweis für... keine Ahnung, irgendwas. Nein, ich habe eine bessere Idee. Schauen Sie weiter auf den Schirm. Na, wie kommen wir denn am besten dahin? Was hat er denn für eine bessere Idee? Hätte er mir mal sagen können. Ist es noch da, wenn ich jetzt hier hochkomme? Ich kann ja leider nicht... jetzt kann man hier reinschauen. War das dieser Balken oder dieser einer von den beiden? Probieren wir mal die Videokamera aus. Da ist zumindest mal der... Aber ich sehe das gar nicht. Genau. Einer von den beiden Balken wird das wohl sein. Zeichnen wir das mal auf. Wir sehen aber leider keinen dranhängen. Dann können wir nochmal Foto machen. Davon habe ich bereits ein Foto. Hat er bereits, gut. Hallo? Nein, Foto bereit. Davon habe ich bereits ein Foto. Okay, hat er schon, schade. Und hier, das? Man hört etwas. Haben Sie das gehört? Eine Stimme. Ist der Umriss noch sichtbar? Ja. Ich kann etwas sehen. Aber es ist schwach. Da ist eine Form. Ein Schatten. Nahe Ihrer Position. Bewegt er sich? Die Aktivität wird schwächer. Wer bist du? Was bist du? Haben Sie jemals ein EVP gehört? EVP? Unerklärliche Stimmen, aufgezeichnet auf ansonsten leeren Tonbändern. Lassen Sie hören. Okay, dann spielen wir das mal ab. 3, 4, 1, 8. Was bedeutet das? Zahlen? Ich weiß nicht. Vielleicht Koordinaten. Aber wozu? Für was? Den Schatz? Nicht sehr wahrscheinlich. Lassen Sie uns darüber schlafen. Ja, es war ein langer Tag. Und eine lange Nacht. Besser, ich gehe jetzt. Okay, dann mach das mal. Wird es gehen? Ich denke schon.
Ich fühle mich besser, wenn Alex in der Stadt ist. Wir sehen uns dann morgen früh? Ja, Beltane steht uns bevor. Beltane? Ich dachte, Sie glauben nicht an dieses Zeug. Ha! Bis morgen dann, Nigel. Na dann, bis morgen. Ciao. Was war das gleich für eine Zahlenkombination? 3, 4, 1, 8, oder? Ich muss mir das mal schnell aufschreiben. 3, 4, 1, 8. Mal gucken, zu was die dann gut ist. Ich hoffe, ich habe nicht die Zahlen jetzt verwechselt. Okay, dann legen wir uns mal hin. Weiß nicht, haben wir irgendwelche Beweise? Die bringen wir mal hier zurück. Wir haben ja gar keine eigentlich. War das ja auf dem Tisch, war das immer, mein Gott. Verwechselt man immer. So. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Ja, das ist aber gut. So, jetzt geht's endlich mal ins Bett. Mal schauen. Ich bin noch nicht so weit auszuruhen. Warum denn nicht? Was müssen wir denn noch machen? 3418, hallo? Ah. Da war da auch noch was auf dieser Fensterbank hier. Schauen wir da nochmal nach, was da war. Bin mir nicht mehr sicher. Ist schon zu lange her. Ah, da müssen wir natürlich Perfekt. Das Ganze... So werden Besucher oder paranormale Phänomene aufgenommen. Genau, da muss man das Zeug immer ablegen. Unserem Videokamera, Diktaphon und dann der Fotoapparat. So, da darf ich jetzt schlafen. Mal schauen, was wieder im Bett versteckt ist. Ah, diesmal nix. Okay, dann werden wir mal schön schlafen. Was stimmt nicht mit der Zeit? Keine Substanz. Keine Zeit. Okay, ich kann aber, wir können aber laufen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.